17.30 Uhr, RTL, unter uns. Benedikt verlangt von Ringo, seine schwule Beziehung heimlich zu leben. Ringo weiß nicht, wer er Izzy das klar machen soll. Sina betäubt ihren Schmerz über Bambis vermeintliches Fremdgehen, indem sie hemmungslos feiert. Auch am nächsten Tag glaubt sie ihm nicht, dass alles ganz unschuldig war. Ute ist froh, als Till und Eva den Beweis für ihre Drohung gegen Shell vernichten. Sie ist entschlossen, sich von Shell nicht unterkriegen zu lassen. 18 Uhr, RTL 2, Köln 50.667. Wo ist fassungslos? Wer hat ihr den Traumjob im Kindergarten zunichte gemacht? Wutentbrannt vermutet sie ihren Ex zu Heltermark dahinter und stellt ihn im Gefängnis zur Rede. Doch der weist jede Schuld von sich. Allmählich gerät Dana in den Kreis der Verdächtigen. Als sich der Verdacht erhärtet, flippt Bo aus und macht Dana eine eindeutige Kampfansage. 19 Uhr, RTL 2, Berlin, Tag und Nacht. Basti war die ganze Nacht nicht zu Hause und Mandy ist voller Sorge. Aus Scham möchte Basti ihr nicht gestehen, dass er die komplette Zeit im Keller Kugelschreiber zusammengeschraubt hat, doch seine Notlüge eskaliert im Streit. Auch seine Geldsorgen halten weiter an. Später erhält er ein unmoralisches Angebot für seinen SUV, ein zwielichtiger Autohändler bietet ihm 20.000 Euro, doch Basti müsste dafür kriminell werden. 19.05 Uhr, RTL, alles was zählt. Um ihre Abschiebung zu verhindern, will Ben Ekaterina heiraten. Aber ist das innerhalb einiger Stunden überhaupt möglich? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Dabei will Deniz mit Jenny reden, ehe er Christophs Angebot annimmt. Doch das heikle Thema anzusprechen, gestaltet sich schwieriger als gedacht. Indes endet Michaels verfrühte Rückkehr aufs Eis katastrophal und ihr wird verzweifelt klar, dass sie ihre Teilnahme an der WM abhaken muss. 19.40 Uhr, RTL, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Tuna steht fest zu seiner Entscheidung, er will nicht mit Felix zusammenarbeiten. Damit läutet er das Ende des Vereinsheims ein. Um keine Zweifel aufkommen zu lassen, beginnt er auch sofort mit der Abwicklung. Jonas bleibt indessen bei seiner Lüge, um Selina näher kennenzulernen.